herzlich willkommen zum neuen Video. Heute ein, ja, man könnte sagen, Low-Budget-Franzose, was nicht bedeutet, günstig gleich billig, weil tolle Materialien günstig zu kriegen. Made in Frankreich, in Thiers, eine der zwei Messehauptstädten Frankreichs, würde ich mal behaupten, ne? Thiers und Laguiole oder Laguiole, wie die anderen sagen würden, vollkommen egal, die Hauptsache man weiß, was gemeint ist. So, und ich würde sagen, wir gehen jetzt Tabletop, ja, und ich zeige euch ein bisschen was. Ich habe hier ein paar Messerchen davon liegen. Okay, Tabletop. Nein, doch. Da haben wir erstmal meine Version, ja. Die hier, also das ist meins, das habe ich mir gekauft und die haben mir die Eheleute Brandner von Brandners Homestyle zur Verfügung gestellt. Einfach mal, um zu zeigen, wie Jack die, ja, wie viele Jacke-Versionen es davon gibt, nämlich jede Menge in diversen Farben und Ausführungen. Da muss man sagen, das hier ist das Standardmodell, das Kiana von Florinox. Überall schreiben sie voller Stolz drauf. Hm? Fabrication Thiers Française. Okay, also auch laut Brandners Webseite ist dieses Messer zu 100% in Thiers in Frankreich entstanden. Es gibt halt zwei Variationen. Oder zwei Varianten. Das ist das hier. Ne, das hat hier so eine Art Wabenmuster. Ne, seht ihr hier? Und dann gibt es das Meer. Meer kommt wohl von? Na, von was wohl? Von Meer. Und jetzt muss ich mal gucken. Die haben hier nämlich etliches eingepackt. Und jetzt gucken wir mal. Es steht nämlich auch nicht wirklich drauf, welche Variante man da gekauft hat. Das erkennt man an dem am Griff selber, das etwas weicheres Muster hat. Ne? Das wäre dann zum Beispiel das hier. Ne? Ich hole das mal raus. Ne? Also es kommt auch in einem recht simplen Kartönchen. Das ist so für im Geschäft irgendwo aufzuhängen. Also für 18 Euro, mein lieber Mann, kriegt man eine ganze Menge. Ne? Schön verpackt. Da kommt also so nichts dran. So, dann haben wir also die zweite Variante davon. Ich mache das mal zu. Wir haben hier also ein Backlog. Ja, also ich kann euch echt nur empfehlen, euch das zu kaufen. Es gibt ihn verschieden. Ich glaube, ich habe sogar mal Varianten gesehen mit das musst du rausschneiden, Arthur. Also ich meine, ich habe auch schon Varianten gesehen mit Damastklinge. Ja, das wird natürlich dann ein bisschen weniger günstig, aber wir sehen hier ganz klar, ja, das ist die normale Variante, die Standardvariante und das ist die Mer. Ja, La Mer. Wir haben hier sehr einfach die Klinge. Ist sehr einfach gehend, ne? Leichtgängig. Wir haben keinen Nagelhauen. Das ist, was ich mittlerweile sehr mag an Messern. Finde, manche Taschenmesser brauchen einfach kein Nagelhauen. Zerstört zum Teil die Optik und auch wenn man mal zum Beispiel einen Käse schneidet, dann sieht es dann nicht mehr so schön aus, wenn der Käse in einem Nagelhaut drin hängt. Und deshalb mag ich zum Beispiel bei diesem Messer, das ist schön führig. Da ist kein Schnörkel, das ist kein Schnick-Schnack-Schnuck. Ne? Wir haben hier 52 Gramm Gesamtgewicht. 52 Gramm. Ich habe dieses Messer mittlerweile bei mir in meinem sogenannten Ärmelbüro. Ne? Ihr wisst, ich trage gerne Jacken und Hoodies von Alpha Industries und oder überhaupt gerne Bomberjacken an sich. Für auf der Arbeit sind die einfach perfekt. Ich trage schon seit, ich glaube, Anbeginn aller Jahre meines YouTube-Daseins Bomberjacken. Und da passt das Messer prima in das Ärmelbüro von meiner Bomberjacke rein. Zieht mir die Ärmel nicht runter. Also ihr wisst, Ärmelbüro, das ist das auf der linken Seite meistens, wo da Kulis reingehören. Ne? Jetzt fange ich schon an, Sti zu reden. Da, wo da Kulis reingehören. Ne, Sti. Willkommen bei den Stießen, kleiner lustiger Film, kann ich auch nur empfehlen. Also 52 Gramm, 200 Meter, Millimeter Gesamtlänge, 113 Millimeter Grifflänge,
Ja. Im Übrigen, wenn der Franzose sagt, er hat ein 12er Taschenmesser, dann bezieht sich das auf den Griff. Das wäre dann also in dem Fall ein, ja, ein 11er Griff. Ne? Ich weiß nicht, ob dir bei. Die Franzosen sind da nicht so präzise in allen Sachen. Also, die, wenn die mal sagen, ja, nachmittags, dann heißt das halt so zwischen 2 und 6 oder so. Ist das bei den Franzosen Nachmittag? Ne? Wann treffen wir uns? Ja, nachmittags. Ich kenne genug Franzosen, mein lieber Scholli. Also, und wir haben eine eine Klingenlänge von 87 mm. Ne? Der Griff ist ein Monoblock, daraus gefräst. Ist auch ein relativ simpel gemachtes Messer, ganz ehrlich. Also, das ist ja fast simpler geht es nicht. Ne? Also, noch simpler geht es eigentlich gar nicht, außer man hat vielleicht ein Duk-Duk. Ist also ein Monoblock aus Glasfaser verstärktem Polyamid. Das Ding ist also glasfaserverstärkt, das kennt ihr von FAN-Griffen, Fiberglass Reinforced Nylon. Ja, das Ding biegst du nicht, das bricht nicht, also da musst du schon mit dem Panzer drüber fahren, dass das kaputt geht. Wie gesagt, das ist meine Variante, das ist die Variante mehr. Sieht auch so ein bisschen aus, wie als wenn da so ein paar Steinchen im Sand lägen. Ne? Das Muster ist also ein sehr einfaches. Ja, EDC-Taschenmesser, gepinnte Konstruktion, hier ist nichts geschraubt, ja? Pin, ja? Also wie viele Bauteile haben wir hier, das könnte man mal ganz einfach gucken, Klinge, Achsschraube, hier oben die Schraube, die den Backlog festhält, der Backlog an sich, ne? Die Feder und der Griff, sind wir bei 4 Teilen. So, was gibt es noch zu wissen, die Klinge, die ist aus X3510N Stahl. Na, das ist ein sehr gutmütiger Stahl, der zwischen Rostträge und Schnitthaltigkeit wirklich alles in sich vereinigt. Erfährt eine Wärmebehandlung mit anschließender Kryonisierung. Das heißt, dass wird geeist, ja? Und so wird dann auch das Klingen, finde ich, das ist dann geeist und poliert und wie gesagt 100% made in Tier, ne? Da ist nichts irgendwie woanders gefertigt, die machen das alles zu 100% selber, ja? Also, und sehr simpel, sehr smooth, ja? Der Backlog ist nicht so eingestellt, dass die Klinge einklappt und da irgendwie Schakalaka macht, ja? Also das ist schon der, ja, smoother Klingengang, gefällt mir sehr, sehr gut. Jetzt mal stellt mal die Kamera auf Pause, packt die alle aus, damit ihr dann, ihr müsst ja nicht bei allen dabei sein, wenn ich die auspacke, aber die Hauptsache, ihr seht dann das Ergebnis, oder? Ja, ne? So, willkommen zurück. Was für eine Arbeit. Ja, also ihr seht jetzt hier erstmal, das ist meine Version. Ja, gerne benutzt. Jetzt könnte man sagen, hier in diesen Mustern, da wird sich Dreck festfangen, das tut es. Aber ihr putzt ja eure Messer, zumindest mal die Klinge, wenn ihr es benutzt habt oder so. Also ich benutze es gerne zum Festband. Ich habe heute wie es halt bei mir so Sitte ist, habe ich mir heute was gegönnt. Ne? Liegt ja an sich jetzt sehr kohlenhydratarm, aber heute habe ich gedacht, zu Ehren des Videos, ja, hole ich mir ein Baguette und Blauschimmelkäse. Ja? Ja. Ja, natürlich schon ein bisschen gefuttert. Wer sich jetzt mit den Franzosen auskennt, der weiß ganz genau. Also wer, ne, also klar, der Stefan Schmalhaus, der macht ja gerne seine Videos und schneidet dann sein Baguette oder was auch immer. Die Franzosen brechen ihr Brot. Ja? Die brechen es halt. So, ist jetzt ein bisschen suboptimal. Das Brot ist ein bisschen quatschig geworden. Ne? Die brechen ihr Brot und dann, so, was auch immer da drauf kommt. Bei mir kommt da halt Blauschimmelkäse drauf. Ich habe heute auch Ziegenweichkäse gehabt. Ja. Zack. Und das ist der Vorteil an solchen geeisten Klingen oder polierten Klingen. Die sind relativ leicht zu säubern. Ne? Mahlzeit. Wunderbar. Wunderbar.
So, in aller Pracht sehen Sie halt hier, ja. Die Standardmodelle. Standard mit Daumenöffnung, also Einhandversion. Das ist allerdings schwierig, da muss man schon üben. Ne? Ich werde jetzt vor der Kamera alle für euch öffnen. Ja, Standardversion mit geschwärzter Klinge. Standardversion mit geschwärzter Klinge und Daumenöffnung. Standard Orange. Ja. Weiß mit schwarzer Klinge, das ist schon sehr gefällig, oder? Das ist schon sehr gefällig. So. Ich könnte, man könnte fast sagen, das hat so ein bisschen elfenbeinfarbener Griff. Ne? Dann haben wir es hier in Rot, mit rotem Griff und schwarzer Klinge. Die sind eigentlich alle sehr gefällig, oder? Was sagt ihr? Ja, ne? Könnte man mal so sagen. Gelber Griff. Ne? Blanke Klinge. Pinker Griff. Das ist was für die Ladies. Obwohl, mittlerweile sage ich mal, auch Männer können pink tragen. Das ist kein Problem. Ne? Meine Version. Oh, und da kommt die Polizei. Da tütata. Der Bremen wird festgenommen beim Review eines 42A-konformen Taschenmessers. Übrigens, das ist 42A-konform. Habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Na? Schwarzer Griff. Geistpolierte Klinge. Roter Griff. Geistpolierte Klinge. Und schwarzer Griff. Und schwarze. Ah. Ah. Ist das schön? Ist schön, ne? Ist schön. Also, boah. Man könnte jetzt sagen, man schiebt die jetzt mal alle beieinander, damit ihr das alles auf einen Blick habt, weil das Kamerafenster ist ja doch relativ knapp bemessen. Ja. Ach, hervorragend. Ist das ein Anblick? Ich denke ja, ne? Das ist ein schöner Anblick. Könnte ich jetzt gerne alle kaufen. Ja? 18 Euro für eine normale Version. Was jetzt mit den Schwarzen ist, weiß ich nicht. Und mit denen, ich glaube, die waren bei 33. Alles derselbe Klingenstall, X35CR10N. Ne? Und ja, das Coating, das weiß ich jetzt nicht. Das ist aber matt. Ne? So, kleiner Schnitttest. Von allen Florinox Kiana Taschenmessern kann ich sagen, die sind alle scharf. Ja. Wie Nachbars Lumpi. Ja. Gehen durch wie Butter. Oder wie ein Buttermesser. Ein heißes Buttermesser durch Butter. Ja. Also hier in aller Pracht. Ja. Das schon, das hat schon ein bisschen was so halbtaktisches mit. Vor allen Dingen das hier. Ne? Das schon. Oh. Wahnsinn. Das ist immer schön, wenn ich Videos drehe, dann kommen meine Nachbarn nach Hause und müssen dann immer Krach machen oder die müssen dann über den Zaun hängen und gucken, was ich hier tue. So, und um die mal so direkt miteinander zu vergleichen, seht ihr hier die drei Versionen, die es so gibt. Ne? Griff und dann geeiste, polierte Klinge. Die Version mit schwarzer Klinge und dem Klingendurchbruch und der geschwärzten Klinge. Also das ist, was es so gibt. Das ist was, was ich auf Brandners Homestyle gesehen hatte. Ich habe Versionen gesehen mit Damastklingen, aber ich denke mal, das waren so Einzelstücke. Da bin ich mir jetzt aber nicht so ganz sicher, aber da dürft ihr mich nicht drauf festnageln. Ich sage nur eins, das ist halt wirklich so, was für Leute, die anfangen wollen mit französischen Taschenmessern mal, ob das denen liegt, weil die Franzosen haben ja schon noch eine bestimmte Art und Weise, ihre Messer zu bauen. Also ich hätte das keinem Chinesen zugemutet, dass der so ein Messer baut, sondern da hätte ich schon den Franzosen draus gelesen. Der Backlog an sich
Der ist stramm genug. Ich mache das jetzt nicht mit deren Messer, also nicht mit dem Messer der Familie, mit den Messern der Eheleute Brandners, sondern mit meinem. Und das habe ich bei mir. Das ist meins. Ne? Schon wie oft gemacht und das der Backlog hält. Ja, oder man könnte sagen, der Pull Force Test, der hält. Ja, funktioniert. Und das Messer ist nach wie vor mittig im Heft. Und ich habe weder ein Klingenspiel horizontal noch vertikal. Ja. Ich hatte das schon mal ganz kurz in einem Video vorgestellt, dass man auch ein Taschenmesser als Neckknife tragen kann. Gerade dieses hier mit 52 Gramm ist wirklich dafür exzellent geeignet. Ja. Ja, ich würde sagen, wir gehen Outdoor für Tabletop und ich ziehe mein Fazit. Nein, doch. So, Fazit zum Kiana von Florinox. Ja. Ob es jetzt das Kiana Standardmodell ist oder das Modell mehr, ja, dass man wirklich hier an diesem hier oben erkennt, ja, nicht mehr mit diesen Wabenmustern, wie man die hier hat, sondern man erkennt es halt an diesem Griff. Das ist halt, man könnte jetzt nicht sagen smoother, aber das ist halt was anderes. Ja. Für mich ist das wieder sowas so zum, wo das so ein bisschen prickelt, wo man denkt so, oh, ich will auch die Version in Orange, Blaze Orange mit schwarzer Klinge oder das Schwarze, ja, Schwarz mit Schwarz. Ja. Und toll, echt toll. Ich finde die genial, das gefällt mir sehr. Hatte ich eigentlich vier Bauteile gesagt? Klinge, Backlog, die zwei Nieten und der Griff sind fünf. Kein Clip, also nicht umsetzbar, aber ich sag mal so, das ist so gefällig, dieses Messer. Mit 52 Gramm habe ich in die Hosentasche fallen lassen, das merkst du gar nicht. Also ich habe das hier, ich trage im Augenblick im Sommer, gerade auf der Arbeit, Sporthosen, ne? Nylon-Sporthosen, man könnte sagen, hier so diese. Ne? Und da passt halt kein schweres Messer rein, man kann sich auch nichts an die und großartig an die Hose dran pinnen, ja, und da ist halt das Kiana ein idealer Begleiter ab in die Hosentasche. Du hast ein vollwertiges Taschenmesser, das dir nicht die Hose runterzieht und auch nicht dein Konto plündert. Also, der Link ist in der Beschreibung, auch im ersten angepinnten Kommentar. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen an den zu den Eheleuten Brandner, sage ich vielen Dank fürs Zuschicken, fürs Vertrauen dieser Schätze. Und die haben mir was dabei gepackt, die haben mir ein Ei gelegt. Die Familie Brandner, die haben mir ein Ei gelegt. Ja? Dankeschön, das gefällt mir sehr gut. Das lege ich demnächst meiner Freundin als Frühstücksei hin. Dann kann die mal klopfen. Mir sage ich, das ist doch ein braunes Ei, was willst du denn? Ne? Alright. Ich sage nochmal danke fürs Zuschauen und wie immer gilt, tschüss Marjot, schwenkt du gut, tschüss aber und schwenkt die Kappe, euer Waldmeister. Ah. Ich genieße noch ein bisschen die Nachmittagssonne und gönn mir meinen Käse. Bye bye. Nochmal ganz kurz. Hinten auf den Verpackungen steht dann immer zum Beispiel drauf Lamm Inox. Das wären dann zum Beispiel hier Inox, das sind die polierten Klingen. Oder Black Blade, ja. Schwarze Klinge, klar. Und dann gibt es auch noch, also Lamm Plain. Das sind die, wo nichts drauf ist. Und dann gibt's. Wo ist der denn hin? Lamm Ouvert. Das heißt, wo die Klinge, also wo der Daumen oder die Klingenöffnung ist. Hier, seht ihr? Also, diese Unterschiede gibt's. Und da steht also auch alles auf den Kartons drauf. Naja, mein Französisch ist nicht das Beste, aber naja, so für mich reicht das gerade so. Okay, so jetzt bin ich aber weg. Ja, ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht, ein bisschen was gezeigt und hinterlasst mir doch bitte einen Kommentar, vielleicht eine Bewertung oder auch ein Abo. Ne? So, ich bin raus.